willkommen, meine Damen und Herren, bei TDM. Talent des Monats mit meiner Kollegin Leonie. Und meinem Kollegen Tim. Wir sind gespannt, was uns die Kandidaten heute alles zeigen. Und die Jury sicherlich auch. Am besten stellt sie sich mal eben selber vor. Ja, also ich bin Lena. Ich bin vom Beruf aus Sängerin, habe einen Plattenvertrag seit 8 Jahren bei der Agentur To You. Und ich habe letztes Jahr ein Echo gewonnen. Ich bin Amelie, ich bin jetzt genau seit 10 Jahren Regisseurin und ich habe auch schon mal einen Oscar gewonnen. Ich bin Vanessa, ich bin Schauspielerin und ich habe Honey und Nanny geschrieben. So, und das war schon die Jury. Fangen wir an mit unserer ersten Kandidatin. Ein Applaus für Sarah! Hallo Sarah, du bist 17 Jahre alt und spielst seit 10 Jahren Klavier und du wohnst in Hamburg. Ist das richtig? Ja. Schön, dann zeig mal, was du kannst. Versuch mal was anderes. Ja, also sonst sage ich den Kandidaten immer, sie sollen nicht aufgeben, aber diesmal muss ich eine Ausnahme machen. Also das war wirklich schlecht und es gibt auf jeden Fall ein großes Nein von mir. Das war gar nicht gut. Also ich glaube nicht, dass es diese Lieder wirklich gibt, aber ich fand, es ist sehr gut ausgedacht. Ich weiß nicht, ob du das improvisiert hast oder nicht. Ich finde, es ist sehr gut und ich gebe dir auf jeden Fall ein Ja. Also ich fand das, das erste Lied nicht so toll und ich fand das nächste Lied etwas besser, da hast du dir auf jeden Fall mehr Mühe gegeben, das hat man gemerkt, aber für so eine Talentshow reicht es nicht, also ich gebe dir ein Nein. Also leider kommst du nicht weiter. Leider. Natürlich, sie will noch jemanden grüßen. Also ich möchte meine Oma grüßen, die mir vor 10 Jahren das Klavierspielen beigebracht hat. Ja. Grüße an diese Oma, die wohl nicht sehr talentiert ist, aber ist ja auch egal. Was meinst du? Ja, also was sie da produziert hat, das kann ich auch einfach auf die Tasten hauen. Für mich hat sie es nicht nach mehr angehört. Also sie hat auf die Tasten gehauen, mehr nicht. Das war wirklich nicht gut und das ist verständlich, dass sie nicht weitergekommen ist. Aber es geht nun weiter mit Kandidat Nummer 2. Und zwar haben wir hier die Tiffany! Sie ist 15 Jahre alt und kommt aus Paris. Und sie ist, ja, meine Damen und Herren, Sie verstehen das gleich richtig, französische Seifenblasenkünstlerin. Was genau das ist und was es damit auf sich hat, erfahren wir anscheinend jetzt. Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Also ich finde, es macht richtig Spaß, dazu zu gucken. Also ich finde, das ist mal was anderes und ich fand es ganz gut. Ja, ein Jahr. Ja, also das kannst du auf dem Kindergeburtstag meinetwegen vorführen, aber nicht hier in einer Talentshow. Es war grottenschlecht, das kann jeder. Ich weiß nicht, was sie an Spaß empfindet, aber ich finde es einfach nur schlecht. Also ich finde, dass genauso wie Amelie das gesagt hat und ich gebe dir auch ein Nein, das war richtig schlecht. Also, du kommst nicht weiter. Oh.
Die war doch voll gut. Ja, ja. Die war wirklich gut. So ist das manchmal. Nicht alle Kandidaten können weiterkommen, aber ich meine, Seifenblasen. Ich hatte mir irgendwas Schönes vorgestellt. Irgendwie, dass man eine Konstruktion, irgendwas Mathematisches, dass man aus einer Konstruktion von Seifenblasen irgendwelche Figuren zusammenbauen kann. Oder wie siehst du das, Leonie? Naja, meine Cousine ist 2 und sie kann genau das Gleiche. Von daher, es war ehrlich wie ein Kleinkind. Ja, ich weiß auch nicht, wie man auf so eine Ideen kommt, aber es geht weiter mit... Kandidat Nummer 3. Sie heißt Ashley und ist 20 Jahre alt. Applaus! Hallo Ashley. Du modelst seit ganzen 7 Jahren und kommst aus der USA. Genau. Gut, dann zeig mal, was du kannst. Ja, also es ist gerade eine schwere Entscheidung für mich, aber ich glaube, ich tendiere eher zu Nein, da ich finde, du kannst gut modeln, na klar, aber ich habe mir schon etwas mehr vorgestellt darunter. Ich finde, es war ein bisschen zu wenig, also ein Nein von mir. Also dein Outfit fand ich jetzt passend, aber man könnte sich auch darüber was Besseres vorstellen. Und üben hättest du auch noch ein bisschen, also... Aber grenzt. Also ich gebe dir noch ein Ja. Also, herzlichen Glückwunsch, du kommst weiter. War doch gut, oder? Ja, ich fand es auch ganz gut, dass sie als allererstes zu der Kamera gegangen ist und dann erst vor die Jury. Und das finde ich sehr gut. Ja, und jetzt geht es auch direkt weiter mit Kandidatin Nummer 4. Hier ist Zeynep! Ja, hallo Zeynep, du bist erst 11 Jahre alt und trotzdem Tänzerin und du tanzt schon seit 3 Jahren. Das ist echt erstaunlich, meine Damen und Herren. Das ist. Und die beim Klavier, wie hieß die noch gleich? Sarah. Die hat 10 Jahre lang geübt und hat irgendwie nichts auf die Reihe bekommen. Dann wollen wir mal hoffen, dass das bei dir viel besser klappt. Darbietung, dann würde es, glaube ich, draußen scheiße regnen. Also das war richtig schlecht. Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde deine Choreografie perfekt. Ich finde, das hat auch perfekt zum Lied gepasst. Also ja, ich finde es super. Von mir kriegst du auf jeden Fall ein Ja. Also ich finde, du hast ein tolles, also hast gut getanzt und von mir bekommst du auch ein Ja. Also herzlichen Glückwunsch, du kommst weiter. Das war Zeynep, 11 Jahre alt, aus Essen. Und ich meine, sie hat das wirklich gut gemacht. Diese Performance, das war einfach grandios. Was meinst du? Ja, ich fand das auch super gut, auch wie sie den Hut dann weggeworfen hat und dann zur Jury getanzt hat und alles. Es war einfach nur super. Ja, und 2 sind rausgeflogen. Und jetzt haben wir noch die beiden, die weitergekommen sind. Es sind... Zeynep und Ashley. Einen großen Applaus!
Die Jury muss sich jetzt zwischen diesen beiden entscheiden. Ja, also ich glaube, dass Ashley weiterkommt, gewinnt, weil sie hat das einfach super gemacht mit dem Modeln zur Kamera und dann wieder weg. Und wie siehst du das? Ja, also ich wäre irgendwie doch für Zeynep, weil sie ist erst 11 und hat wirklich super getanzt, finde ich. Das ist grandios und wir sind alle ganz gespannt, wer nun gewinnen wird. Sie bestimmt auch, verehrte Damen und Herren, dort draußen vor ihren Fernsehgeräten. Jetzt wird es spannend. Die Jury hat ihre Entscheidung getroffen. Du holst am besten mal den Preis. Ja, und damit ist die Gewinnerin, zumindest für mich schon bekannt. Es ist die 11 Jahre alte Zeynep. Herzlichen Glückwunsch! €5.000 für Zeynep. Unglaublich. Ja, es ist fantastisch, meine Damen und Herren. Wie fühlst du dich, Zeynep? Das würde ich auch sagen. So, wir machen noch ein kleines Foto hier. Ihr könnt euch mal da vor die Jury stellen, bitte. Du auch. Ich würde schon mal sagen, das war es für dieses Mal bei Talent des Monats. Wir sehen uns nächsten Monat wieder, wenn es heißt Talent des Monats. Applaus!